Freunde, kann mir mal bitte jemand sagen, was ich hier jetzt machen soll? Denn guckt euch das mal an. Brookhaven ist wie ausgestorben. Hier geht ja wirklich gar nichts mehr ab, ey. Naja, okay, dann können wir das auf jeden Fall abhaken. Draußen in Brookhaven geht nichts mehr ab. Dort können wir nichts machen. Aber Freunde, ich wäre nicht Lami, wenn ich keinen Notfallplan hätte. Denn ich glaube, ich hatte noch so eine kleine Idee, Freunde. Denn Freunde, ich kenne da ein ganz bestimmtes Spiel und ich kenne auch ein paar ganz bestimmte YouTuber, mit denen wir dieses bekannte Spiel spielen könnten. Und bei dem Spiel handelt es sich ganz genau um Stille Post. Aber jetzt erstmal die Regeln, damit ihr auch wirklich alle das Spiel versteht. Als allererstes schreiben alle einen Satz auf, dann malt die nächste Person ein Bild dazu, die nächste Person schreibt dann wieder zu dem Bild einen Satz und die letzte Person malt mal wieder ein Bild zu diesem Satz. Also Freunde, das ist wirklich nicht schwer, das ist ziemlich einfach das Spiel und ich würde auch einfach sagen, für das Spiel rufen wir ein paar ganz, ganz besondere YouTuber an und zwar ganz genau Emily, Arbok und Barpo und ich würde sagen, let's go! Go! Und damit geht es auch schon los. Wir müssen jetzt erstmal einen Satz schreiben. Ich hoffe, ihr habt euch auch alle einen Satz ausgedacht. Ja, ich bin sogar schon fertig, Lami. Okay. Ich glaube, mein Satz wird auf jeden Fall ganz, ganz lustig sein. Ich überlege mir was mit euch allen zusammen, okay? Mit uns allen zusammen, okay. Also, Barpo ist der König von allen, oder wie ist der Satz? Ich bin der König. Ja, ich glaube, Arbok ist der König diesmal in diesem Satz. Der König der Loser. Oh, Arbok, das hätte der nicht zu mir gesagt. Ja, aber das ist ja mein Bruder, der kriegt gleich so in Real Life seine Rechnung dafür. Okay. Nicht wieder ins Gesicht. Emily, sag mal, hast du schon eine Idee für deinen Satz? Ja, klaro, ich bin schon fertig. Wer braucht denn hier so lange? Könnt ihr mal fertig drücken? Ich vielleicht, Moment mal. Ach so. Okay. Und, ich bin fertig, Freunde. Ich glaube, der Satz ist richtig gut geworden. Und, okay, abgeschickt. Warte mal, da braucht doch noch jemand von euch. Ja, ich hab's jetzt abgeschickt. Aha. Okay, warte mal. Oh, lecker. Ich mag echt gerne Bananenkuchen. Das passt ja. Moment mal, was ist das denn hier für ein Satz? Nein. Ich Moment glaube, mal, das stimmt doch gar nicht. Du hast meinen, Lami. Oh Mann, okay, na gut. Das Ganze müssen wir jetzt zeichnen. Und ich hoffe mal, ihr gebt euch alle ganz viel Mühe bei eurer Zeichnung. Ja, natürlich. Ich bin haben Picasso. Haben wir alle unterschiedliche Sätze, oder wie? Ja. Natürlich. Oh Mann, ey. Okay, Leute. Barpo, der Profi. Das wusste ich jetzt nicht, okay. So, ich muss mich jetzt auf jeden Fall beeilen. Wie lange ich haben wir noch? Oh! Ich meine es natürlich ganz, ganz schön mit einem Hintergrund und sowas. Wir haben ja voll wenig Zeit, lol. Was? Hä? Wir haben voll viel Zeit. Nein, Alter. Oh Mann. So, Moment mal, ich würde sagen, ich male jetzt mich einfach mal so hier nach unten und da bin ich ganz, ganz traurig. Aber dieser Satz, der stimmt auf jeden Fall nicht hier. Ja, Wer auch immer den Satz hier geschrieben hat. Ich wollte nur mal sehen, wie deine Reaktion ist. Mhm, Moment. Wie soll ich das hier zeichnen, ey? Wie soll ich das zeichnen, Junge? Habt ihr keine Probleme mit eurem Satz oder so? Doch, natürlich hier. Ich hab grad voll Schwierigkeiten. Oh Mann, okay, so. Oh Mann, das ist echt nicht die beste Zeichnung von mir. Aber naja, was soll's, ey. So, okay, und dann sitze ich hier einfach ganz, ganz traurig. Und, ich sitze hier glücklich. Weine einfach auf dem Boden hier. Oh Mann, ey, das sieht richtig dumm aus von mir hier. Guck mal meins an, Junge. Ich glaube, ich habe gerade wirklich verlernt zu, malen. Aber naja, ich gebe trotzdem noch mein Bestes. So, okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Zeichnung. Und ich wette mit euch, Barpos Zeichnung wird auf jeden Fall am schlechtesten sein. Hey! Ich brauche noch Zeit. Okay, boah, wir haben doch noch voll viel Zeit. Ja, es ist noch nicht mal die Hälfte vergangen. Doch, das ist viel zu viel hier. Das geht ja alles viel zu schnell. Das geht ja alles zu schnell. Nein, das geht hier viel zu langsam, Mann. So. Mein Text hier draufschreiben. Okay, ich glaube, jetzt brauchen wir nur noch eine Person zu malen, Freunde. Aber ich sag's natürlich nicht aus, damit die anderen nicht wissen, was ich hier gerade male. Okay, dann hier. So.
Ja, toll. Wie soll ich denn jetzt malen, ey? Oh Gott, mein Satz ist wirklich viel zu schwer zu malen. Also ich gebe mir Mühe, dass das schön aussieht, aber es könnte scheitern, sag ich mal so. Okay. Hä, was war das denn? Hä? Oh, ich habe mich hier voll vermalt, Alter. Okay, jetzt wieder gefixt. oh Mann, Bapo, ich glaube, deine Zeichnung wird wirklich am schlimmsten, oder? Da lacht jemand. Ja, was bedeutet das, Bapo? Vielleicht schon. Mal gucken. Na gut, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Emily, wie sieht's bei dir aus? Was musst du eigentlich malen? Ja, also, das verrate ich natürlich nicht. Aber das ist gar nicht mal so einfach und irgendwie habe ich voll malen verlernt. Also ich male irgendwie richtig schlecht, keine Ahnung. Ja, die Leute, die beim Stream immer sehen, wie ich hier male, die wissen, eigentlich male ich viel besser, aber diesmal male ich irgendwie ganz, ganz komisch. Naja, ich gebe trotzdem mein Bestes gerade irgendwie. Naja, wir haben auf jeden Fall nur noch ein Viertel von der Zeit übrig. Oh, das ist gar nicht mal so gut. Toll, die Person, die ich gerade male. Die hat auf jeden Fall ein gestreiftes Oberteil und es macht gar nicht Spaß. Ich weiß nicht, wie die Person aussehen soll, die ich hier gerade malen muss. Oh Mann, ey, ich weiß nicht, welche Haarfarbe der hat. Und die Zeit klingelt. Wir haben nur noch ganz, ganz wenig Zeit, Freunde. Ich hab die Füße vergessen, lol. Okay. Ja, wir brauchen Füße. Jetzt weiß man ja schon, welche Zeichnung von dir kommt. Nö. Ich hab die Hände auch vergessen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, so, kein Stress. So. Ach so, okay. Zack, ich male dem hier irgendwie so ein Schwert oder sowas. Oh Mann. Okay, dann, jetzt wirklich Beeilung. Zack, dann hier sowas. Und dann auch hier die Hand. Und ich glaube, ich bin jetzt fertig mit meiner Zeichnung. Let's go. Ey, voll gut. Und ich bin auch fertig, okay. Oha. Aber wie sieht's bei dir aus? Ich bin auch fertig, aber das Bild noch nicht. Nein, ich hab was vergessen. Lol. Okay, ich bin fertig. Ich schick meins jetzt ab, Freunde. Ich hoffe mal, ihr kennt alle Roblox Clash. Das ist ja das Turnier von Danja. Aber mehr sage ich jetzt nicht, sonst wissen die anderen hier zu viel. Nein! Boah, die Zeit war vorbei. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Ich muss jetzt hier ein ganz, ganz komisches Bild beschreiben. Also, ich habe das Bild von Lami, weil das richtig krass aussieht. Oha, okay. Findest du das wirklich krass? Ich glaube, das war mein Bild. Nein. Ich glaube, ich sehe hier gerade Emilys Bild. Kann es sein, dass du Bapo und mich gemalt hast? Ja, das kann ziemlich gut sein auf jeden Fall. Aber mal gucken, ob du auch erkennst, was ich da malen musste. Natürlich, wie soll ich das bitte nicht erkennen? Aber warum habe ich so komische Haare hier? Tja, deine Pommeshaare, ne? Ja. Weißt du was, wenn ich dich malen muss, ne, dann male ich dich als kleine Kackwurst. Dein Ernst? Ja. Oh Mann, ey. So, okay, ich bin fertig mit meinem Satz. Fertig. So, ich schicke also ab. Ich hatte was auf jeden Fall, was irgendwie erniedrigend war, sag ich mal so. Okay, ich weiß, von wem das kam. Na gut, mein Satz, Moment mal, den habe ich auch gar nicht durchgelesen. Was ist das für ein Satz hier? Ich weiß es nicht. Willst du uns nicht verraten? Was hast du denn für einen Satz? Ja, okay, ich verrate es euch einfach mal. Okay. Mein Satz ist, Bapo isst ein Bananenkuchen auf einem komischen Stuhl? Ja, der Stuhl sah ziemlich komisch aus. Das wollte ich dazu schreiben. Aha, also hast du diesen Satz geschrieben? Nee, das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war jemand anderes. Okay, Freunde. Na gut, dann versuchen wir das Ganze einfach mal zu malen. So, wir malen hier einfach mal ganz kurz einen Raum hin. Ich glaube, das sollte passen. Zack, Freunde, ihr seht schon, ich bin ein richtiger Profi im Malen. So schnell malt man einen Raum. Was müsst ihr eigentlich gerade malen? Gebt mir mal einen kleinen Tipp, okay? Also, meins hat nichts mit Roblox Clash zu tun. Meins hat nichts mit Emily zu tun. Ja, ich muss hier drei Personen malen, also danke schön dafür. Ist das was Erniedrigendes? Ja, ziemlich, ja. Oh Mann. Der Satz kam nicht von mir. Oh Mann. Dann kam der von Lami, weil ich hatte den auch schon. Wer weiß. Ich muss hier auf jeden Fall einen komischen Stuhl malen. Wie malt man denn bitte einen komischen Stuhl? Komisch halt. Okay. Ich mal einfach einen Stuhl aus Ohio, okay? Okay, mach das. Okay, Freunde, ihr seht schon, mein Stuhl ist sehr grün. Ja, was soll ich da sagen, Freunde? Ich glaube, ich mache so einen kleinen Alien-Stuhl oder sowas. Keine Ahnung, ey.
Du wirst ja am Ende sehen, warum dieser Stuhl komisch war. Okay, na gut, da bin ich mal gespannt. Ich male dem auf jeden Fall noch Augen. Der Stuhl hat Augen, Freunde. So, und... Oh nein, ich hab mich vertan. Toll. Zack und zack. Oh. So, jetzt musst du auf jeden Fall Bapo malen, wie der ein Bananenkuchen ist. Bananenkuchen ist auf jeden Fall lecker, aber sag mal, was ist euer Lieblingskuchen? Haut mal raus, Freunde. Mein Lieblingskuchen ist Apfelkuchen. Der schmeckt so lecker, sag ich dir. Bienenstich. Ich wollte es gerade für Aborg beantworten. Er mag Bienenstich am liebsten. Bienenstich, bester Kuchen. Lavi, weißt du, was mein Lieblingskuchen ist? Ja, das weiß ich. Das ist natürlich der Käsekuchen. Yay! Und der deiner, ist auch mega. Deiner ist der Maulwurfkuchen. Genau. Banane mit Schokolade, ne? Ja. Richtig lecker. Und Bapo, ich muss dir leider sagen, du siehst bei mir richtig, richtig komisch aus, ja? Ja, das ist okay. Ich mal dich auch gerade. Ey, Mama, mich malst du ganz schön, okay? Oh Gott, oh Gott. Ja, kriegen wir auch Flash. Das hört sich nicht so gut an, Lami. Was machst du da mit mir, hä? Oh Mann. Gerade... Okay, ich bin mal wirklich gespannt, was du da malst, ey. Bapo, vergiss nicht zu atmen, Mann. Super. Junge, das sieht so schlimm aus. Okay. Oh, Freunde, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf Bapo, seine Zeichnung. Ich hoffe mal, das wird aber nicht zu hässlich, ne? Ich geb mir Mühe. Ja, das hoffe ich doch mal. Nicht, dass mir dann am Ende bei der Zeichnung irgendwie ein Arm fehlt oder so, ne? Nee, die habe ich gerade gemalt. So. Okay, sehr gut, da bin ich mal gespannt. Okay, ich muss hier gerade dein T-Shirt malen. Du hast so weiße Streifen im T-Shirt, richtig, Bapo? Ja, genau. Okay, und wie sieht deine Hose aus? Oh. Die ist beige einfach. Okay, beige. So, dann machen wir das einfach mal so, glaube ich. Oh, du siehst aus wie, keine Ahnung. Ich habe keine Zeit mehr. Oh mein Freunde, Gott. Beeilt euch. Bapo, du siehst bei mir irgendwie aus wie Ronald McDonald. Oh. Was mache ich hier? Was soll ich hier malen, Freunde? Oh, keine Zeit mehr. Ich glaube noch ein paar Sekunden, Freunde. Also, mein sieht wirklich so schlimm aus. Es tut mir leid für alle Beteiligten hier. Oh Mann, ey. Meins sieht echt schlecht aus. Meins sieht echt schlecht aus. Junge. Also, ich weiß auf jeden Fall, was von Lami und Emily kommen, weil die viel besser malen können. Naja, also, wenn du das hier siehst, was ich gerade gemalt habe, das ist so schlecht geworden. Also, wirklich, so eine schlechte Zeichnung habe ich wirklich noch nie gemacht. Also, wirklich jetzt. Ach. So. Irgendwie, und dann noch, Bapo, du hast so eine weiße Kappe, richtig? Ja, genau, eine weiße Kappe und du hast noch 3 Sekunden Zeit. Let's go! Nein! Oh mein Gott! Hä? Das war hier so schlecht. Okay, Freunde, jetzt können wir uns das Ganze angucken, oder? Ja, ganz genau. Oh, jetzt schon? Okay. Fangen wir mit dem ersten Album an und das hier ist mein Satz. Wie gemein, ey. Aborg küsst den Fuß von Bapo und Emily lacht. Jetzt schauen wir uns das Bild von Aborg an. Du hast das hier gezeichnet. Oh mein Gott. Was ist das denn? Wie Emily aussieht. Viel lustiger. Aber die sehen alle schlimm aus. Aber Aborg, du siehst auf jeden Fall am schönsten aus hier. Oh, danke. Okay. Richtig gelenkig. Danke, dass du meine Füße geküsst hast. Das würde ich echt auch mal mehr machen. Ey. Oh, okay. Wir schauen uns jetzt den Satz von Opa Bapo an. Oh, guck dir mal Emilys Hals an. Bruh. Ey, voll breit. Wow, ich habe Emily ja schon mal in Real Life gesehen und das haut gut hin. Wow. Die Haare schon eher, 4 Haare. Das sieht wirklich schrecklich aus. Ja, du hast ja echt Spaghetti-Haare, Emily. Aber das hast du verdient, Mann. Nein. Weil du wie immer so Pommes-Haare malst. Naja, wir machen jetzt weiter mit Bapos Satz und er schreibt: Aber Ock leckt Bapos Füße ab und Emily steht daneben und lacht. Das ergibt ja eigentlich Sinn. Also hier kam die stille Post eigentlich durch. Ja. Okay. Ja, aber jetzt komme ich schon, Freunde. Ich hatte nicht genügend Zeit, okay? Also sieht schrecklich aus. Ich hab's auch geschafft in der Zeit. Wir schauen das Ganze mal an. Das sieht man auch. Yeah! Oh mein Gott. Das sieht aus, als ob Bapo Aborg ins Gesicht tritt, Mann. Stimmt, da ist sogar Blut. Ja, okay.
Finde ich sogar viel besser, als dass du den Fuß sogar ableckst, ey. Hey. Oh, sehr brutal hier. Egal, wir machen jetzt einfach mal weiter. Das war das erste Album von meinem Satz. Jetzt kommen wir zu Emilys Satz. Und sie hat geschrieben, Karl besiegt Lami im Roblox-Clash-Finale. Ist klar. Das wird er auf jeden Fall nicht tun. Ich werde Roblox-Clash auf jeden Fall gewinnen. Und dann habe ich das hier gemalt. Oh. Yeah. Oh, das ist voll gut, ey. Ja, gut. Naja, das ist so lala. Ich wusste jetzt nicht, wie ich Kahn malen soll. Aber auf jeden Fall hat Arbok das hier dazu geschrieben. Kahn gewinnt gegen Lami in Roblox Clash. Oh Mann, richtig gut. Da kam die stille Post auf jeden Fall durch. Und Bapo hat dann das hier gezeichnet. Okay. Was ist das denn? Oh mein Gott, ey. Was hast du mit meinem Körper gemacht? Warte mal, warum hat Kahn pinke Haare? Ist so. Der hat doch pinke Haare. Oder? Manchmal. Ja, manchmal hat er pinke Haare. Achso, okay. Na gut, das merke ich mir. Wir gehen jetzt einfach mal weiter zu dem Satz von Opa Bapo. Und er schreibt, Opa Bapo liest eine Lami... Was hast du hier geschrieben, Mann? Okay, Bapo? Oh Mann. Ich hoffe, Emily hat das ausgelassen. Ja, okay. Ich habe das gar nicht gelesen. Also. Ja, habe ich auch nicht gemerkt. Naja. Das war auch nicht so gut. Zeig einfach mal her. Okay, und du hast das hier gemacht. Boah, voll gut, ey. Das guck mal, du bist viel zu groß fürs Bett. Lami. Ja, wow, so groß bin ich gar nicht. Und warum ist Bapo so klein? Ich weiß nicht. Okay. Ich habe auf jeden Fall das hier geschrieben. Bapo erzählt Lami eine gute Nachtgeschichte. Da würde ich sagen, da kam die stille Post auch durch, oder? Ja. Safe. Richtig. Ey, aber Lami und Emily, ihr könnt viel besser malen als Bapo nicht. Okay, das sehen wir jetzt. Denn du hast das hier gezeichnet. Und, hä? Ja, doch. Warte mal. Das ist ja fast dasselbe Bild. Ja, okay. Ihr seid echt nett, danke. Oh Mann. Okay. Ich hab nicht gesagt, dass es gut aussieht. Aber ja, das ist nicht schlecht. So, wir machen weiter hier mit dem Album von Arbok. Und sein Satz war, Bapo isst einen Kuchen mit Banani-Geschmack. Wow. Ja. Ach, okay. Ach, mit Banani. Ich habe gelesen Banane. Banani! Banani ist ja eine Banane. Oh Mann. Okay, wir schauen mal an, was der Opa Bapo hier gezeichnet hat. Und zwar ganz genau... Ja! Was soll das denn sein? Erstes Bild direkt schlecht. Bapo, naja, okay. Wir lassen das einfach mal durchgehen. Emily hat auf jeden Fall das hier dazu geschrieben. Bapo isst einen Bananenkuchen auf einem komischen Stuhl. Verstehst du jetzt? Was ist denn mit dem Stuhl los? Das ist ja... Da hatte ich am Ende keine Zeit mehr, deswegen ist das ein bisschen... Den muss man am Anfang malen. Also in echt kann man da auf jeden Fall nicht drauf sitzen. Guck mal, wie viele Gelenke mein linkes Bein hat. Oh Mann. Das klingt einfach dreimal rum, ey. Zwei Gelenke. Naja, ich habe auf jeden Fall zu Emilys Satz dann das hier gezeichnet. LOL! Alter! Ja, Bapo, du siehst echt schön aus, oder? Wie sieht denn der Tisch aus? Ja, das ist ein komischer Tisch auf jeden Fall. Aber wo ist der Kuchen? Ich würde sagen, Freunde, was fändet ihr? Wer hat heute am besten gezeichnet und wer hat am schlechtesten gezeichnet? Jeder, der aber auch schreibt, kriegt von mir ein Like. Okay. Freunde, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wer für euch am besten gemalt hat und wer für euch am schlechtesten gemalt hat. Und wenn ihr wollt, dann können wir davon auf jeden Fall nochmal eine Runde machen. Aber dafür müsst ihr auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da lassen. Und vergesst die Glocke nicht. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und falls euch das mal gefallen hat, dass wir ein anderes Spiel als Roblox gespielt haben, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und schreibt auch in die Kommentare, welches Spiel soll ich noch mit anderen YouTubern spielen, wie zum Beispiel...
Among Us. Aber ich glaube, Freunde, das wird ein bisschen zu sass. Aber Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und jetzt könnt ihr links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega, mega cool geworden, also checkt sie ab. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder und ciao!